Falls Sie heuer noch nicht auf Urlaub waren, dann bekommen Sie in den nächsten Minuten ganz bestimmt viel Lust auf Urlaub. Herzlich willkommen zu unserem Magazin Lust auf Kufstein. Wir sind heute zu Gast im Reisebüro Meine Urlaubsoase im Intercenter mitten in Kufstein. Gleich zu Beginn jetzt aber ein ganz anderes Thema. Seit seiner Rolle als Tod im Musical Elisabeth ist er wohl der bekannteste Musicalstar im deutschsprachigen Raum und derzeit tourt er durch die Lande mit seinem Soloprogramm Absolut Uwe. Die Rede ist natürlich von Uwe Gröger. Kürzlich war er zu Gast bei meiner Kollegin Christine Walli und kürzlich hat er auch begeistert auf der Festung Kufstein mit einem Streifzug durch seine musikalische Karriere. Obwohl das Wetter absolut nicht einladend ist, kommen heute mehr als 1600 Besucher auf die Kufsteiner Festung. Das erste Tirolkonzert von Uwe Gröger will man sich einfach nicht entgehen lassen. Warum ist denn der Künstler aus Deutschland für viele der Musicalstar Nummer 1? Er hat einfach eine Persönlichkeit, eine gewaltige. Also das ist es. Und er schaut noch gut aus. Also. Ja. Kann ich nicht zustimmen. Er hat eine außergewöhnliche Stimme und so Power drin und Wahnsinn. Dass er eigentlich, ich glaube, dass er trotzdem sehr natürlich ist. Okay. Und auch also zu seinen Lebensgefährten steht, also finde ich positiv. Seine ganze Erscheinung, die Stimme, er ist einfach ausdrucksstark. Ja, man muss jetzt natürlich schon zugeben, gell, dass die Frau mehr Interesse hat als wir, aber ich schaue mir das auch ganz gerne an, also ein Musical. Dass er so aus Leib und Seele Künstler ist und das eigentlich gern ist und das auslebt, das finde ich cool. Und in welchem Musical sieht man Uwe Gröger am liebsten? Rebecca, und da war er faszinierend. Bei Elisabeth, Rebecca. Also ich fand Der Tod sehr schön, aber ich fand jetzt auch den Graf Taffé sehr gut gespielt von ihm. Der Tod von Elisabeth. Ja. Der Tod in Elisabeth, auch der Tod. Der Tod aus Elisabeth, da war ich so begeistert, das hat mir einfach so gut gefallen. In puncto Lieblingsrolle scheint man sich also ziemlich einig zu sein. So darf am heutigen Abend natürlich ein Medley aus Elisabeth genauso wenig fehlen wie eine bunte Reise durch Uwe Grögers Karriere auf den internationalen Musicalbühnen. Ein besonderes Highlight ist definitiv der Gastauftritt von Musical-Kaiserin Pia Daus, die die Zuschauer mit grandioser Stimme und großartiger Bühnenpräsenz begeistert. Und so bleibt abschließend nur noch zu sagen, Absolut Uwe auf der Festung Kufstein, ein absolut gelungener Abend, der nach Wiederholung schreit. Absolut!